Hallo ihr Lieben, ich habe heute Big Fat Notebook. Alles, was du für Informatik brauchst, das Starterkit für angehende Programmierer mitgebracht. Ja, ich weiß, sehr langer Titel. Aber es ist wirklich eine sehr schöne Einführung in die Thematik. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute alles, was du für Informatik brauchst, das Starterkit für angehende Programmierer mitgebracht. Das ist ein Big Fat Notebook. Ich finde es optisch allein schon richtig toll aufgemacht. Also man findet es garantiert im Regal wieder. Und hier sieht man auch, dass es auch noch weitere geben wird. Was ich aber richtig mega fand, war der innere Aufbau. Ich zeige euch das mal. Na, komm her. Also, worum es alles geht und so. Ich finde dieses Notizbuchartige und diese bunten Farben wirklich toll. Na, also, alles sehr übersichtlich. Sag mal. Ich glaube, es ist richtig, richtig toll übersichtlich. Und es wirkt nicht so klassisch trocken. Aber jetzt zur eigentlichen Buchbesprechung. Was wisst ihr über Informatik? Ich, ehrlich gesagt, eher wenig. Aus diesem Grund wollte ich dieses Buch unbedingt lesen. In der Schule war Informatik für mich vor allem ein ältlicher Lehrer, der uns in der 7. Klasse erklärt hat, was eine Maus ist, wie eine Tastatur funktioniert und wie man einen Computer einschaltet. Also es liegt dann wirklich in dem Sinne ab, das ist die Maus. Und die macht Klick. Das ist eine Tastatur. Ihr drückt auf die Buchstaben und die Wörter kommen am Computer raus. Also wirklich absolut nicht zeitgemäß. Ach, und eine Google-Suche wurde auch gemacht. Das war's. Im Jahr 2003 wohlgemerkt. Eine Zeit, als jeder Schüler schon längst einen PC besaß oder zumindest benutzen konnte. Die interessanten Themen wurden nie behandelt. Wie funktioniert HTML? Wie geht Programmieren? Nichts. In diesem Buch werden all diese Fragen beantwortet und noch mehr. Allerdings ist es kein Buch nur für Kinder. Das Design ist zwar sehr jung, ich persönlich fand es aber sehr ansprechend und keineswegs zu kindisch. Es ist übersichtlich und informativ, ohne überladen zu sein. Und seien wir mal ehrlich, Sachbücher sind normalerweise eher langweilig gestaltet. Das ist hier nicht so. Das Buch ist meiner Meinung nach für alle Altersstufen geeignet. Es vermittelt Wissen, ohne arrogant daherzukommen. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war noch ein Exkurs in gängige Programme, zum Beispiel Photoshop oder ähnliches. Ich weiß, das gehört nicht zur Informatik an sich, aber für einen Rundumschlag wäre das noch perfekt gewesen. Oh, und ein QR-Code zu einer HTML-Liste wäre cool. Aber das kann man auch selbst ergoogeln. Dieses Buch ist eine Einführung in das Thema Informatik. Sie ist sehr ungewöhnlich gestaltet, sehr bunt und wirkt auf den ersten Blick eher jung, aber meiner Meinung nach ist das Buch für alle Altersstufen geeignet. Ich empfand diese Übersicht als sehr übersichtlich und informativ. Man fängt bei den grundlegendsten Grundlagen an. GPU, CPU und so weiter, die man kennen sollte, bevor man sich einen Computer anschaffen möchte. Und man erfährt dann auch direkt nach und nach immer mehr. Es wird mittels vieler Grafiken erklärt und man hat dadurch das Gefühl zu sehen, was man tun soll. Am Ende jeder Lektion findet sich ein Selbsttest. Das finde ich persönlich immer sehr angenehm. Ich hätte mir noch einen kleinen Off-Topic-Teil gewünscht und kurze Informationen zu gängigen Programmen wie zum Beispiel Photoshop und einen QR-Code zu einer HTML-Liste, aber das kann man sich auch selber suchen. Möchte man einen Überblick über die Thematik erlangen und Grundkenntnisse erwerben, ist man hier definitiv nicht falsch. Von mir bekommt das Buch 4,5 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!